Welcome back. Hello. How are you feeling? Würde ich beantworten, wenn ich eine Sprachoption kriegen würde. Keine Sorge, irgendwann kannst du auch mal antworten. Sieht ein bisschen kaputt aus, die Stadt. Und mein Gesicht auch. It's okay. I don't remember either. Moment. Nehmt mich mal ganz kurz. Over there. Ja, und damit sind wir im Spiel. Und ein bisschen K.O., wie es aussieht. Ich kann noch gar keine Taste drücken. Nichts ist aktiv, dann... Folgen wir mal dem Mädchen in Weiß. Auch wenn sie gerade so viel Schwarz wie Weiß trägt, aber hey. Beim Beschreiben der Farbe der Kleidung... zählen Umhänge wohl nicht. Wieso bin ich so groß? Just a bit farther. We're all right. A spring will slake our thirst. Oh, das passt irgendwie nicht in die Umgebung. Das ist ein Baum. Sieht schick aus. It seems everyone, everywhere, is thirsty. There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. What? That's what they said, anyway. This way. Wirkt aber nicht so. So, it is you. Könnt ihr über deine Vampirzähne reden? Nein? Here. This is for you. A new spring and a fresh source of labor. Haha, we really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun.
Okay. Then, whoa, keep it down. Your friend just fell asleep. Du redest nicht, ich. Ah, ich kann mich bewegen. Ich kann rennen. Aber davon abgesehen sind gerade noch keine Knöpfe aktiv. Dann reden wir mal mit ein paar Leuten. There's no way we're gonna find blood beads. Ups, sorry. There's no way we're gonna. The missiles all dried up and the miasma keeps getting thicker. Telling us to look for blood beads here is just crazy. Okay, also anscheinend diese Blutperlen, das brauchen diese Leute. Wiedergänger anscheinend. Und unser Blut kann diese Mistelzweige aktivieren. Deswegen hat der Typ uns eine Quelle genannt. Und hier liegt eine Maske. Und ich soll hochkommen, wenn ich Nummer 3 oder Nummer 4 bin. Wandering, they say, the folks up there. They might live in safety. But because of their levy, we have to risk our necks to collect blood beads. Just you wait. One day, I'm gonna make thralls out of a whole lot. Ein Umhang hat eine lustige Ragdoll. Das klingt ziemlich leer. The view never improves, does it? We came back home after the war against the Queen and found this mist. Getting close to it causes enough pain to drive you mad. So no one has ever crossed it. There's nowhere to go home to, even outside of this prison. Klingt ja nicht gerade sehr aufmunternd. Are you going to kill me too? Anything for a kick, right? Just don't crush my heart. What? Stop already. My body may still be alive, but my soul died long ago. No one could stay sane after dying again and again and again and again. Don't take my memories, my family. I have nothing left. Okay, ich glaube, darüber kriegen wir nachher noch mehr Infos. Für den Moment klettern wir hier mal hoch. Gedächtnisverlust kann auftreten, wenn ein Wiedergänger zum ersten Mal durch einen Bohrparasiten wiederbelebt wird, in eine tödliche Verletzung leidet, die in die Streuung endet. Ist sie doch nicht bewusst, dass ihnen Erinnerungen fehlen. Ha. Huh. Bohrparasiten. Noch ein Puzzleteil. So. This one's dry. The miasma's pretty thick. Damn it. We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right. I'm on my way. Ich finde, wie der Typ einfach nur arroganter Typ heißt. All dried up. Just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. Den Schultern nach sehr guten Paladin-Main. You heard him. Move it! Nett. Hey, you okay?
It looks like we can't get back up from here. Ach, wunderbärchen. We'll have to look for another way back. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Noch einmal, dass bald der Punkt kommt, wo du einsteigen kannst. Ich habe ein... Jetzt müsstest du gucken. Altes Rohr als Waffe. Ja, ab dem Punkt müsstest du gucken, ob du mich jetzt hier beschreibst. Bei der Mistel ausruhen, so. Und wie würd ich das denn machen, wenn ich es könnte? An der Mistel? So, du öffnest dein Menü. Mhm. Dann gehst du auf Multiplayer. Sure, I can wait. Da. Notsignal senden? Na, sende mal ein Notsignal. Da brauche ich einen Hammer für. Equipment technisch ist gerade noch mau aus. Ich guck mir die Builds mal auf Stream an. Ah, ich hab einen Hammer. Ja, Hammer. Wenn man das so nennen kann. Yes. Schau dir meinen Hammer an. Ja, toll. Ich bleib beim Stahlrohr. So, die Tür ist zu, schätze ich mal. Be ready for anything. Ja. I guess it won't open. Oh. A dead lost. I've never seen one before. Ich lass dich mal vorlaufen. Mhm. Verlustsplitter habe ich bekommen. Ist das dieses Heal-Ding? Du bist ein Caster, ne? Kriegst du da auch Loot? Ich bin kein direkter Caster, ich bin Midi-Caster. Was für Skills habe ich eigentlich? Ich habe diesen Buff hier. Naja, genau, damit könnte ich mich heilen, wenn ich wollte, aber will ich gerade nicht. Ich bin auch nicht Lowlife genug. Was ist das hier eigentlich? Jetzt habe ich HP verloren. Ja, du hast mich. Du kannst mich damit heilen. Ach, wir können. Ich kann meine HP reduzieren, um deine hochzuhauen. Ja. Ich hätte mich vielleicht mal durchlesen sollen, bevor ich sie benutze. Ja, hier heilendes Opfer. Gut, dass das so heißt, könnte man sich denken, dass ich dabei was verliere. Moment, wo ist mein heilendes Opfer? Sollte mehr Schaden machen als mein, in Anführungszeichen, Hammer. Macht's auch, das heißt, ich rüste dich gleich mal aus. Sieht schick aus, die Axt. Ausrüstung und Beschränkungen. Ja, haben wir schon rausgefunden. Danke. Scheiße, heil ich will nicht. Ja, hab's gesehen. Verglichen mit dem, was du verloren hast. So, und da ist ein Questmarker. Und ein, was auch immer das sein soll. Doch, dich mal. Ich lass dich erstmal ein bisschen machen. Ah ja, genau so block ich. Fokussierter Zustand, bla 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 bla. Ja, von mir aus. Finde ich noch alles raus. Huch, der schießt auf mich. Ich will doch meinen Skill benutzen eigentlich. Ah, das ist ein Combo-Skill. Muss ich näher ranführen, dass der funktioniert. Und ist noch eine Kiste. Was ist hier Schönes drin? Vielleicht ein Schwert? Oh ja, es ist. Okay, kein Schwert, aber ein Bajonett. Nico können wir gerne machen. Also nicht wundern, wie Marco schon gesagt hat, ich stream nebenbei und ich habe meinen Chat nach Builds gefragt, die ich ausprobieren könnte, weil ich denke, mein Build wird am Anfang ein bisschen zu strong sein. Ich kann irgendwie sprinten? Ja. Was hast du eigentlich für ein Skill? Das hast du im Story nicht erklärt. Nein, sprinten kannst du nicht. Das ist, Countern. Ah, also so wie Perrin. Ja. Also im Prinzip Perrin nur, dass hier das Timing richtig schwer ist und du im Prinzip fast alles Perrin kannst. Weil das Timing in Dark Souls ja so einfach ist. Also vielleicht ist es das, aber ich hab's nie hinbekommen.
So, Karte anlegen. Wenn du auf deine Erkundung Miasma in der Gegend neutralisierst, kannst du die Karte der Umgebung anlegen. Ah, dann kriegen wir eine Minimap. Ja. So, richtig. Schick. Ha, lol. Ich kann für dich nicht sagen. Great, it's open. Oh, hey, wir haben mal im Kreis geraten. Sehr gut. Welches Game meinst du, Nico? So, ich hab, was zum Anziehen bekommen. Oh, das ist ein Bloodcoat. Bloodcoats tun ein paar... besser. Genau, Bloodcoats tun ein bisschen, tun ein paar Dinge. Die haben einmal Werte und du hast einen Erzugsangriff damit. Dein Erzugsangriff, bestimmt quasi dein Combo, dein Backstab, wie der aussieht und welche Reichweite der hat. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen wird, Nico. Ich würde eher Final Fantasy spielen wollen. Tutorials, Infos, Steuerung, Hinweis, ja, vom Platz. So, hier haben wir zwei Wege. Und da ist ein Gegner, das ist wohl der richtige Weg, schätze ich. Lang? Sieht nach Sackgasse aus. Ach gut, ich bleib einfach hier stehen und nicht drehen. Aber wie jeder weiß, der falsche Weg ist der richtige Weg. Katzin. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Hast du ein DC? Nein. Ah, weil das Symbol da oben gerade so angezeigt war, aber jetzt ist es wieder da. Okay, das heißt, dass ein Cutscene nicht mit dir interagieren kann oder so. Na, whatever. Ja. Oh nein, also was kommt denn? Geht, Nico, brauchst nur einen Charakter auf den entsprechenden Level. War hier gerade eine Kiste? Ne, war nur eine Falle. Wait! War das weiter dann oder was? Huch! Cooler Move! Ah, ich muss doch nicht. Muss das doch nicht direkt am Gegner machen. Ich kann das auch vorher aufladen, okay. Ja. So, da geht's lang und hier geht's lang. Das war hinter Kisten. Ich glaube, das sieht nach einer Sackgasse aus. Ja, das ist eine Sackgasse. Gegenstände, die keinen Platz werden, in dein Lager geschickt. Regenerationsfilter. Wenn ich da jetzt runtergehe, kann ich hier nicht mehr lang, oder? Oder wo komme ich hier rum? Oh, ich habe eine Ahnung, wo das hier hinführt. Und wenn ich recht habe, dann bin ich von Schleim umgeben. What the fuck? Ich räum schon auf. Hui. So, und der letzte. Ich glaube. Ich glaube, mein Spiel ist verbuggt. Warum? Was ist passiert? Ich hab hier knapp 100 Kaserne, 150 Kasernen wieder erwirtschaftet. Das klingt nicht richtig. Kann ich hier nicht anschleichen? Ah, nicht mit dem Typen hier.
Hallo, Splitter. Ah, aber ja, ich bin da rausgekommen, wo ich dachte, dass ich... Habe ich einen Fallangriff? Ja, hab ich. Ja, aber der ist nicht gut. Er hat dreifach so viel Schaden gemacht wie ein normaler Angriff von mir. Ja, aber der ist... Ich könnte nicht so gut. Hier, Marco, da ist ein Freund und eine Kiste. Oh, komme. Dachte halt, das ist der richtige Weg. Ich wollte erstmal kurz nach hier hinten gehen. Da auch Loot. Waren wir schon. Da liegt aber Loot. Da warst du schon, ich war da nicht. Ja, da waren wir schon. Hier ist nichts Besonderes. Das ist kurz der Alternativweg. Ah, stimmt, hier unten gibt's auch noch. Dolch habe ich. Ach, das ist eine Wurfwaffe. Kannst bitte hier runterfallen, danke. Noch mehr Verlustsplitter. Das ist irgendein Verbrauchsmaterial, oder? Ja, das sind Zellen. Ah. Ich keine HP. Ja, wie viel HP hast denn du? Siehst du ja unten in der Leiste drin. Ich hab 850. Oh, sind 5 mehr als ich hab. So, dann mal zu unserem großen Freund da unten. Aber erstmal noch die Kiste da. Ist der tot? Sieht tot aus. Stufenaufstieg. Beim Rasten an einer Mistel kannst du irgendwas investieren. Hab ich schon weggeklickt. Kannst du deine Seelen investieren, um aufzuleveln? Ich bin auf Shiva. Hallo? Wieso kann ich mich nicht ausruhen? Also ich stehe bei der Mistel ausruhen, A, und das ist nicht aktiv. Ja, weil wir im Korb sind, glaube ich. Ich kann im Korb kein Level-Up machen? Glaube nicht, nein. Wow. Oh, einige Gebiete werden so extrem tough. Gut, Alternative wäre halt, dass du dann immer kurz rausgehst, dich aufleveln und dann wieder reinkommst. Da steht jemand. Können wir machen. Ist das ein Gegner? Are you a fellow explorer? It appears you're alone. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen. I'm on my own at the moment too. I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? Ach so, das ist ein Typ, der uns begleitet. Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. King Louis. Na gut, von mir aus. I'm glad to work with you. Okay, was ist hier oben? Ganz schön verwinkelt das ganze Zeug hier. Wir haben da hinten noch einen Gegner. Und ja, ich weiß, aber deswegen wundert es mich ja, weil dadurch, dass der fette Typ da hinten steht, dachte ich, dass das hinten der richtige Weg ist, aber hier geht's ja auch weiter. Ein Tipp, wo eine Kiste, das ist nie der richtige Weg. Solltest du doch auch Dark Souls kennen. Doch mal. Okay, dann, hallo! Lass dich mal. Ah. Stimmt ja, Louis. Der hat gar nicht mal so viel ausgehalten. Louis ist ultra stark. Königsschlechter Dorn. Gib mir ein paar mehr defensive Werte, aber ich verliere einen Haufen offensive Werte. Make sure you're good and ready. Wie sieht denn der aus? So mal rein theoretisch. Cool. Ich glaube aber beim aktuellen. Genau, Louis sollten wir dann auch bald wegschicken. Louis wird's los. Wollen wir zu zweit spielen? Macht Sinn. Mal gucken, wann wir das können. Nur nach dem Boss. Aber designtechnisch sieht diese Höhle echt cool aus, muss ich mal sagen. Ja, und das ist das beste Gebiet hier. Au. Oh Gott! Hui! Puh! Da ist gerade kurz meine Kamera ein bisschen rumgespackt. Okay, also wenn man in Gegnern drin steht, vielleicht die Kameraverfolgung besser ausmachen, sonst tiltet die so ein bisschen. Und auch nicht einfach
Kopf voran in den Gegner reinrennen. Ist vielleicht auch noch eine clevere Idee. Ja. Das ist so eine... Ich finde das Tutorial-Design auch echt gut. Weil wenn du hier einfach reinrennst, kriegst du Probleme und du kannst das sehr, sehr schlau lösen, indem du quasi diesen... Hey, Bloodbeads. Gott, die sehen super schön aus. Oh ja. So, wie gesagt, du kannst hier einen Umweg gehen, dir Überblick verschaffen und die Gegner einzeln rausnehmen. Oder du kannst in die Falle laufen und sterben. Really be? Okay. Ja gut, in dem Fall bist du nicht gestorben, weil du King Louis und Pitcaster hast. Could you fill me in on the details later? Ist das ja eigentlich wie in Dark Souls, dass mit mehr verbündeten Gegner auch stärker werden? Ich weiß nicht, ob die Gegner direkt mit Skalen, aber wir werden schwächer von der HP her und von der Heilung. Ja gut. Ähnlicher Effekt. Ah, ein Schwert, endlich. Königsschlechter Klinger, das ist die aus dem Tutorial. Ja. Ich kann keine Waffen droppen, ne? Weil, weißt du, was weird ist? Das wirkt wie ein Spiel, in dem ich springen können sollte. Kann ich aber nicht. An welches Spiel, das ich kürzlich gespielt habe, erinnert mich das? Ach ja, genau, Nier Automata. Genau, deswegen wirkt das, als ob ich springen können sollte. Die Waffe war auch nur ein bisschen groß. Aber hey, manche müssen halt kompensieren. Ach ja, das Skill geht ja nur mit Hammer, richtig, da war was. Hab ich einen Schwertskill? Nö. Okay, dann bleib ich mal beim Hammer, bis ich einen Schwertskill freischalte. Also, Hammer! Wobei, witzig, laut Definition sind Äxte ja Keulen. Weird, ne? So, Treppe und noch mehr Treppe. Huch, was ist das? Erwecker MJ018. Genau, die Erwecker brauchst du, um... hier. Oh Gott, Erwecker brauchst du, um... Hier. Oh, ich hasse das. Wenn einem Wort nicht einfällt. Ja, um deine Skill zu meistern. Königin Eisen klingt wie ein Handwerksmaterial. Scheiße. Ich glaube, ich sollte nicht so viel mit Kamerafixierung arbeiten. Der Skill ist sehr optisch ansprechend, muss ich mal sagen. Ja. Backstab. Ich finde, das ist aber... Was gerade gemacht? Was macht RB? Nochmal? RB? Ja. Für Skills. Nee, das ist RT. RB ist für deinen Entzugskombo. Ah. Watch your step. Quasi schlagen, RB und A. Ach, ich muss das nach dem Schlag machen. Okay, das wird dann probieren, ja. Was beim nächsten Gegner aus. Also, schlagen. Ah, there we go. Und holy fuck, das kostet Ausdauer. Oh, hey, Licht. Du musst ja gleich der Boss kommen. Good. That's light from the surface. Und da liegt jemand.
Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. Oh nein, nicht Oliver. Ach, heißt der Oliver? Ja, das ist der NPC, der dich gerade begleitet hat. Ja, ich weiß, aber der heißt bei mir in der Sprache nur arroganter Typ. Nee, das war nicht arroganter Typ. Sicher, ja, das war dem in die Schultern. Richtig, richtig, dass er da runtergefallen ist. Richtig. Ja, der hat eine ähnliche Haarfarbe. Aber hey! Au. Ein Boss mit normaler Größe. Ich hab's sagen müssen. Ich habe einen Dampfwalzenhammer bekommen und ein Zeichen der Ehre. Ja. Ja. She's all right. Also ich gehe dann schon mal zum nächsten Gebiet. Du hast jetzt erstmal ordentlich Cutscenes. Genau. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. Und ich kann selbst ein bisschen aufleveln. Wobei, nee, die Seelen, stimmt, die Seelen skalieren mit mir mit. Deswegen bekomme ich so viel. To their whispers. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. Once she's settled down, let's get out of here. Das heißt, bei der nächsten Mistel kann ich... Also du liegst nach jedem Boss dann raus, oder wie? Genau, ich... Nächste Cutscene. Warte, dann nicht. Let go! It'll swallow you up! It's all right. You can do it. Und wir sind in irgendeinem, in irgendeiner Geisterwelt. Please let us keep them just this once. We won't make it if you take them. All revenants must be. Wird es nicht Geisterwelt bezeichnet? Ist Geisterwelt bezeichnet? Ah. Auf jeden Fall sind hier gerade alle möglichen Leute, die mir gerade Sachen ins Ohr labern. Sorry. So, ich habe nicht gesehen, wo ein Autosave gewesen ist. Mommy! Na egal. Someone has to be sacrificed. Without blood beads. Nee. We won't make it. Okay, sie muss warten, bis sie fertig gelabert haben und dann kommt die Brücke. Few humans that remain are under Silver's control. Wandering revenants like us are forced to hunt for blood beads or face death. Even if some revenants. Und dann kommen sie zu einem richtig coolen Ort. Den Hauptquartier. Ich hätte mal einen Mistelzweig, den ich aufleveln kann. Ist auch dort. Well, that's all right. What's important is that at least one of us makes it. Oh, schicke Tür. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come, let's move on. If you use that stairway, I believe it should take us back to the world outside this memory. Ist in deiner Erinnerung. Klar, logisch, das passiert ja alle Tage.
Tal und... Nein, ich scale immer, ich bin nicht so stark. Ich bin einfach nur gut. Wir reden beim zweiten oder dritten Boss nochmal drüber. Also der Boss im Wassergebiet. Ich bin mal gespannt, wie Wassergebiete hier sind. What the hell was that? It was a memory carved into that vestige by the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Nice to meet you. Aber sag mal, Louis, mitzunehmen war doch optional. Wir hätten das ausgemacht, wenn ich ihn nicht mitgenommen hätte. Hättest du keinen PC gehabt? Ich meine, die Cutscene hier jetzt. Gleich. Also wäre dann einfach ein bisschen später gekommen, nach dem Boss. Genau. Blutcode Berserker erhalten. Hohe Stärke und Beständigkeit. Ikor-Mangel lässt sich mit schwerer Rüstung ausgleichen. Und wieder ein Tooltip. Okay, dann mal gucken, was jetzt nach dem Loading-Screen kommt. Wenn das nochmal eine Cutscene kommt, dann lassen wir die noch durchlaufen. So, das war übrigens eine Erinnerung. Ja, hab schon das gehört. Ja. Auch wenn sie das ein bisschen ungünstig formuliert hat. Oh, noch eine Cutscene. Ugly, isn't it? The red mist showed up a short time after the queen was defeated. And when it did, it trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. Wobei wir... The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. Wir können ja mal... The creatures trapped inside the miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth. Always searching for blood beads to sustain them. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Where did you learn to do that? You've forgotten? Anything you do remember? That's unusual, losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. Wir hatten ja vorhin im Tooltip was von Erinnerungsverlust stehen. So, das sollte gerade das Autosave-Symbol gewesen sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal hier mal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns entweder gleich oder in der nächsten Folge, je nachdem wie ich es schneide.